Willkommen im K40-Keller. Ja, wie schon, ich weiß gar nicht, ein paar Mal angekündigt, jetzt ist es da, das Middleman-Board. Na, wenn ihr ein schönes MKSS-Base oder ein ähnliches Board im K40 verbauen wollt und euch von eurem M2 Nano trennen wollt, um endlich Lightburn nutzen zu können, kommt da wohl über so ein Middleman-Board nicht drum rum. Ja. Und es hat doch ein bisschen länger gedauert als alles geplant, aber jetzt sind sie da. Gibt es in zwei Ausführungen. Einmal unbestückt oder halt einmal fertig bestückt für die Leute, die genauso begabt sind im Löten wie ich. Ne, die Unbestückten werden mit den passenden Stiften, Steckern etc. geliefert, damit ihr es ganz einfach habt und nicht noch in euren Schubladen wühlen müsst. Ich werde jetzt erstmal hingehen und heute und morgen, vielleicht schaffe ich es heute noch fertig, ich weiß es noch nicht genau, das Video aufzeichnen, wie ihr so ein MKSS-Base mit der Firmware bespielt und dann letztlich das Middleman-Board verkabelt, euren K40 verkabelt und dann könnt ihr Lightburn benutzen. Das zeichne ich auf. Das Video kommt also recht bald. Erhältlich ist das Board auf k40keller.de. Ich blende das mal hier ein, findet auch in der Videobeschreibung. Das wollte ich nur kurz ankündigen. Hat ja doch länger gedauert als geplant, aber was lange währt, wird endlich gut. Dann lasst mich mal meine Arbeit jetzt machen. Ich filme jetzt mal den Einbau und das alles, was dazugehört, kommt dann im nächsten Video. Heute haben wir Mittwoch. Na, ich denke mal, Freitag sollte es online sein. So nicht schief geht, drückt mir die Daumen. Und falls das nicht geschehen, lasst mir einfach ein Abo da, dann verpasst ihr das Video nicht, wenn euch das interessiert. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer. Ne? Also, haut rein. Bis Freitag. Dann sehen wir uns wieder hier auf dem Kanal. Und dann hoffe ich mal, dass die Kiste da vernünftig damit läuft. Also, danke fürs Zuschauen. Bis Freitag.